GTI, da denkt unser eins in Deutschland natürlich sofort an unseren Golf. Aber Volkswagen hat kein Patent auf den Begriff GTI. GTI, das gibt es auch bei anderen Marken, zum Beispiel so bei Peugeot. Der 308 GTI ist jetzt überarbeitet worden und wir haben die großartige Gelegenheit, hier in Ascari in Südspanien auf der Rennstrecke eine Bildspritztour zu machen mit dem neuen Peugeot 308 GTI. Sind wir mal ehrlich, viel hat sich nicht getan bei Peugeot 308 GTI mit dem Facelift. Vorne ein bisschen Schminke, eine andere Struktur im Kühlergrill, LED-Scheinwerfer, hinten gibt es abgedunkelte Gläser und diese neue Zweifarblackierung blau-schwarz gefällt mir ganz gut. Aber es ist eben auch nur ein Facelift. Aber wir haben jetzt die tolle Gelegenheit, mal zu gucken, wie sich denn der TCR, also die Super-Rennsport-Version des 308 GTI im Vergleich zu dem normalen hier fährt. Da bin ich sehr gespannt. Wir dürfen gleich auf die Piste hier in Ascari und ich freue mich riesig drauf. Wie GTI ist denn jetzt in Wirklichkeit dieser Peugeot 308? Vergleichen wir es mal mit dem Klassenprimus, dem Golf GTI. Das Fahrwerk ist schon einen Tick weicher aufgehängt, wenn auch straff genug, um hier in Ascari ordentlich um die Ecken zu flitzen. Und was sich wirklich positiv bemerkbar macht, ist das Torsendifferential, was die Kraft sehr schön zwischen den beiden Seiten verteilt. Zudem kommt ein Drehmoment von 340 Newtonmeter. Das heißt, er schiebt hier schön aus den engen Kurven heraus. Das funktioniert wunderbar, da muss sich der GTI sicher vor dem Wolfsburger nicht verstecken. Vor allem, wenn man bedenkt, dass hier 272 PS am Werk sind, der GTI Performance hat 245. Also da muss sich der Wolfsburger hier wirklich warm anziehen. Insgesamt hatten wir jede Menge Spaß. Ab September wird der Peugeot 308 GTI bei den Händlern stehen. Dann wahrscheinlich wieder um einen Preis um die 35.000, vielleicht einen Tick mehr. Wir freuen uns drauf, dieses Auto auch auf deutschen Straßen demnächst bewegen zu dürfen. Bis dahin bleiben Sie uns gewogen und alles Gute.